Der FC Augsburg erwartet den deutschen Meister Borussia Dortmund. Die Ausgangslage ist denkbar schlecht. 10 Bundesligaspiele, erst ein Sieg, 6 Punkte, letzter Tabellenplatz. Die Hoffnung, auch Dortmund schwächelt etwas in der Liga und hatte unter der Woche noch ein schweres Champions-League-Spiel in Madrid. Der FC Augsburg hingegen kann frisch aufspielen, weiß um die Stärken des Gegners, aber lässt sich vom großen Namen auch nicht beeindrucken. Da hat man nicht mehr oder weniger Respekt, sondern wir freuen uns auf das Spiel. Wir haben ein Heimspiel gegen einen Top-Club, da wollen wir bestehen, wollen wir punkten, müssen punkten und so gehen wir auch ins Spiel rein. Viel größter Respekt. Vor jedem Gegner Respekt, aber ich denke, es darf keine Angst sein und wir dürfen auch keinen so großen Respekt haben. Und ja, es geht um 3 Punkte und mehr auch nicht. Auf dem Platz, wir haben Respekt natürlich, aber es will nicht sagen, dass wir nicht gewinnen wollen und können. So, wir geben unser Bestes und ja. FCA-Trainer Markus Weinzierl muss zwar weiterhin auf seinen verletzten Kapitän verzichten, doch mit der Genesung von Schulku und Jan-Ingvar Carlsen-Bracker ist die Mannschaft wieder gut gestärkt. Doch der Respekt vor dem deutschen Meister ist vorhanden. Die spielen Champions League, sind der deutsche Meister. Ist klar, dass sie Favorit sind, aber in der Außenseiterrolle fühlen wir uns wohl. Wir freuen uns auf das Spiel und in 90 Minuten in so einem Spiel ist alles möglich, auch wenn der Gegner leichter Favorit ist. Und dann war da ja auch noch die Auslosung der nächsten DFB-Pokalrunde. Augsburg hat mit dem FC Bayern München sicherlich das Hammer losgezogen. Fluch oder Segen für die Mannschaft? Gegen Bayern spielen wir immer gerne. Das ist klar, dass wir uns freuen, wenn wir gegen Bayern spielen. Aber mir persönlich wäre Los lieber gewesen, wo wir große Chancen gehabt hätten, weiterzukommen. Vielleicht gegen Zweitligisten oder gegen einen anderen Bundesligisten. Gegen Bayern hängen die Trauben schon sehr hoch. Aber wie gesagt, in einem Spiel ist alles immer möglich, auch im Pokal. Doch egal, wie groß der Name des Gegners, der FC Augsburg muss jetzt punkten. Der Druck wächst.